Also das sieht sich, dass es um 8 Uhr ist. Kein Geld, kein Geld, kein Geld, kein Geld. So, jetzt noch hier hoch. Ich will da nicht runterfallen. So, was macht er hier? Das Hühnchen, da haben wir noch da oben noch ein Hühnchen. Ich hoffe, das noch andere, ne? Weil wir hätten natürlich dieses Huhn rübergehen können. Super, jetzt hast du fast alle. Bring bitte noch das letzte Huhn zurück. Schaut er den Kleinen da drüben an. Sie kümmert sich voll um ihre Hühner. Und das, obwohl sie gegen Federn allergisch ist. Was für ein Mädchen. Ich würde ihr so gerne helfen. Ich fühle mich zurzeit wie ein Wohltäter. Geht es dir genauso? Wo ist das letzte Huhn? Thank you.
Hier vorne ist auch ein Huhn rumlaufen. Danke, dass du meine Hühner eingesammelt hast. Ich bin nämlich allergisch und bekomme einen Ausschlag, wenn ich sie anfasse. Dafür, dass du mir geholfen hast, will ich dir etwas sehr Wertvolles geben. Eine Flasche. Waren wir hier schon drin? Skulpturenhaus? Wir sehen so aus, weil auf uns der Fluch des Kulturas lastet. Denn jedoch alles Kultur dieser Welt zerstören, verliert der Fluch seine Wirkung. Tötest du eine Sutura, erscheint ein Symbol. Sammle es ein. Die Zahlen neben den Spinnköpfen, Symbolen, auf den Statusbildschirm, gibt dir an, wie viele Suturen du bis zu diesem Zeitpunkt zerstört hast. Erscheint das Spinnsymbol neben den Namen auf der Karte, Bildschirm, findest du in diesem Gebiet keine Sutura mehr. Suche nach den Strukturen nicht nur im Freien, sondern auch im Labyrinthen. Aber natürlich ist es nur ein Wunsch von mir, wenn du das nicht tun willst. Ich zwinge dich auch nicht dazu. Brichst du den Fluch, werde ich dich reich entlohnen. Ah, ich bin verflucht. Ich bin verflucht. Ich bin verflucht. Wie viel haben wir denn schon? Fünfe. Lol. Okay. Wir haben von ihr noch eine Flasche gekriegt, das heißt also. Hier ist es theoretisch komplett jetzt egal. Weil ich will da hoch. Ich will da oben. Okay. Und einmal hat das besser funktioniert. Also das erste Mal hat es übelst funktioniert, übelst einfach. So, ich brauch dich.
gerade. Ja, wir kriegen ja nichts mehr. Wir kriegen ja bestimmt noch Geld von dir. Deswegen sammle ich die Hühner jetzt nochmal ein. Hier dürfen wir das nicht verraten, dass er abends kommt. Es sagt ja die Jungen, bla bla bla. Ob sie nicht mehr so gut brauchen? Okay. Da waren wir. Da waren wir noch nicht genug. Oder? Nee. Hey, Kleiner. Bist du zum ersten Mal in Kakariko? Die mächtigen Impa. Eine großartige Frau hat dieses Dorf für einfache Leute wie uns bauen lassen. Fühl dich ganz viel zu Hause. Das Essen ist allerdings noch nicht fertig. Ein Job, bei dem du viel Geld für wenig Arbeit bekommst, da fällt mir nur Diebstahl ein. Findest du das nicht eine gute Idee? Nicht so wirklich. Nicht so wirklich. Mein Sohn ist gerade nicht zu Hause. Vielleicht spielt er auf den Friedhof. Ja, da wollten wir ja auch noch hin. Da waren wir auch drin. Hier unten waren wir auch drin. Da waren wir auch drin. Bei der Mühle waren wir auch drin. Sonst waren wir überall. Den haben wir auch schon geredet. Dann können wir jetzt, glaube ich, jetzt zum Friedhof gehen. Was macht hier eine Kiste? Einfach ganz spannend. Friedhof. Puzzlegrabe-Tour von 18 Uhr bis 21 Uhr, Boris der Totengräber. Rest in Peace, hier ruhen die Seelen, deren die der Königsfamilie von Real die ewige Treue geschworen haben. Ihre Seele wacht die Ewigkeit der Ikras, Beschützer der Königsfamilie und der Erbauer Kalkaritos. Warte. Nichts. Da ist der Eingang. Es ist erst 8 Uhr. Boris, der Totenschiffer, schläft noch. Genieße einen Spaziergang auf den Friedhof und komm später wieder. Hier ist der Sohnemann. Kleine Kinder dürfen an den gruseligen Grab. Was? Gruseligen Grabwurseltouren leider nicht mitmachen. Deshalb treibe ich mich hier herum und spiele gruseligen Grabgruseltour. Allerdings sehe ich nichts besonderes Gruselhaftes aus, oder? Ich kann da irgendwas reinstecken bestimmt. Hier ist ein Loch. Oder irgendwas einwandern für den Split. Ja.
Vielleicht brauche ich es okay. Hier steht die Infos aus seinen fünften Wochen. Bin mal gespannt, was passiert. Nichts Grab. Die ist scheiße. Dieses Gesicht wurde in Gedanken an der treuesten Verstorbenen der Königsfamilie verfasst. Das Sonnenlicht erschwindet bei Nacht. Erst Tag, was? Erst am Tag ist es, ist wieder sein Feuer erwacht. Von Sonne zum Mond und zur Sonne erneut. Ewige Ruhe den lebenden Toten erfreut. Ziemlich schöne Lüge, nicht wahr? Da ist eine Inschrift auf diesem Grabstein. Eine geheime Weise der Gebrüder Rammelstein. Du hast die Hymne der Sonne erlernt. Ruhlose Seelen wandern ohne Wort, wonnen. Gib Frieden mit der Hymne der Sonne. Lol, und das war's hier oder was? Lied. Nein, 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 nein,
Manchmal weiß ich noch. Nee, was Mami von mir will. Es ist dunkel. Hier. Bosch. Hey, Kleiner. Was hast du hier zu suchen? Ich bin Boris, der Totengräber. Ich sehe vielleicht zum Fürchten aus, aber ich bin wirklich ganz harmlos. Lass mich dir ein bisschen von meinem Nebenjob erzählen. Ich, der Totengräber Boris, lade ein zu einer gruseligen Grabgruseltour. Was kommt dabei raus? Was kommt dabei raus? Lass uns graben und finden wir es heraus. Willst du, dass ich hier sehen wir wohl ein Loch buddel da? Nein, hier ist nichts. Ich hab hier irgendwo. Alter, ist dunkel. Mit der Meer, nee, hier sind auch nicht. Aber gibt's hier nicht noch irgendwas mit offen? Na, da komme ich nicht ran. Na los, okay. Das habe ich schon kaputt gemacht. Karte? Keine Karte. Wir sollten ja abends hier rum. Ja,
Sollen wir abends bei den Baum gucken? Das fand ich jetzt hier nicht drin, ne? Willst du mir wieder was sagen? Was soll ich gucken, wenn ich die Reiche habe? Menschen sind widerlich, meine Eltern sind widerlich, du bist bestimmt auch widerlich. Nein, dich nicht. Dann wäre das Dorf jetzt abgeklappert. Und nie, wenn man kann jetzt nicht, wo das hier ist. Da, wo der Dieb ist. Vielleicht passiert hier irgendwas. Nee. Wie viel habe ich jetzt? Wie kann man das gucken? Dann mache ich mal wieder tagsüber. So. Dann gehe ich mal zu einem Voller. Und sag, dass deine Eltern widerlich sind. Dass Menschen widerlich sind. Ach, alle widerlich sind. Und dass ich auch widerlich bin. Er sagt ja, die Jugend von heute sagt nichts anderes mehr. Schade. Ja, ich würde sagen, ich beende den Part. Im nächsten Part gehen wir hier hoch. Ja, also ich bin nämlich, wünsche euch noch einen schönen Tag und nicht vergessen, Support oder kein Mod, Däumchen hoch, Kommentar runterlassen und wir sehen uns morgen
Und für mich ist das auch eine andere Aufnahmesession, also. Ja. Ja, was ein Navi? Ja, wir müssen retten. Nervt nicht. So, aber ich bedanke mich. Und ja, bis morgen. Also wie für ihr, auch für euch. Bis morgen für mich. Ich weiß nicht, wann ich wieder Zeit habe zum Spielen. Ich hoffe morgen oder übermorgen. Ja. Wenn nicht, dann nicht. Aber ich hoffe, dass ich mir noch die Melodien noch im Kopf habe. Aber das ist ja meine Sorge. Also ich bedanke mich, wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns morgen in alter Frische. Also bis morgen. Tschüss. So, hier ist das Ende des Let's Plays. Im nächsten Tag geht's weiter. Und ja, wenn ihr es noch nicht gehabt habt oder mich noch nicht gemacht habt, dann besucht mich einfach bei Twitch, lasst mir ein Follow da, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn ich wieder live. Und wir sehen uns im nächsten Let's Play. Bis dann, ciao, ciao!